Willkommen, meine Freunde, Farid am Start. Ihr seht, draußen wird es immer wärmer, die Sonne kommt raus, die ganzen Leute mit den Cabrios kommen. Hier ein Cabrio, da auch ein Cabrio. Da ist das Problem, dass das Verdeck nicht aufgeht. Der war im Vorfeld schon mal hier gewesen und wir haben geguckt. Und da habe ich gesehen, es losgegangen aufzugehen, es geht auf. Dann fährt sich das Ding, hintere Ding halt so hin. Und der müsste normalerweise hier die Verdeckklappe aufgehen, damit das Verdeck halt in den Verdeckkasten so reingehen kann. Und dann die Klappe zugeht wieder, ne? Ich glaube, er hat den Verdeckkasten nie geöffnet. Und jetzt müssen wir gucken, warum dieser Verdeckkasten hier nicht öffnet. Das Kuriose ist, letzte Woche war er da, da haben wir es halt gesehen. Dann hat er den Wagen erstmal mitgenommen, der Kunde. Und jetzt hat er ihn wiedergebracht. Und komischerweise geht jetzt gar nichts mehr irgendwie. Wie gesagt, letzte Woche ging noch das Verdeck zur Hälfte auf. Aber jetzt passiert irgendwie gar nichts mehr. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, leuchtet es direkt orange und passiert gar nichts. Das Komische war, letztes Mal gab es gar keinen Fehlerspeichereintrag, gar nichts. Jetzt hatten wir ausgelesen und jetzt hatte er sogar richtig drinnen gehabt, Verriegelung von der Verdeckklappe. Ich würde auch da direkt anfangen, an der Verriegelung von der Verdeckklappe. Weil wie gesagt, die Pumpe, die Hydraulikpumpe fürs Verdeck hat selber gearbeitet, aber dann ging halt der Verdeckkasten nicht auf und jetzt müssen wir mal gucken. Also wir müssen jetzt reinkrabbeln, die Rücksitzbank ausbauen und dann müssen wir mal gucken, woran es da liegt. Vielleicht sieht man ja direkt was. Ich habe mir zur Unterstützung hier Mechanico Tavares. Tschüssi. Was heißt Cabrio auf Spanisch? Was heißt denn Auto auf Spanisch? Auto. Auto? Okay. Ist ja einfach. Ey, hör auf zu sortieren, ja? Nee, ich nehme von jeder Farbe eins. Ach so. Nachher sind immer nur die gelben drin, weißt du? Einmal habe ich hier Smileys gelassen. So ein riesen Ding, Smileys. Bis heute. Da am Ende waren nur die gelben drin. Die keiner mag. Auch genauso bei Gummibärchen, wenn man die anfängt zu sortieren. Ich mag das nicht. Einfach reingreifen und essen. Zurück zum Thema. Wir nehmen jetzt die Rücksitzbank raus und dann gucken wir mal nach. Hier, Marika. Zack. Da ist der. Ist er da direkt? Mhm. Also kurz mal zum Vergleich. Das ist die alte. Das ist die neue. Immer so, genau. Was man sieht, der steht so, sag ich mal, ne, gerade. Und der steht so ein bisschen verdreht. Wahrscheinlich sind da Kunststoffzahnräder drin. Und wahrscheinlich ist das hier drin schon weggebrochen, weggerutscht. 3 Stunden später. Warte mal. Was los? Yeah, baby. Genau. Perfekt. Ja, jetzt geht's wieder. Jackpot. Hello! Hallo! Vorher ging der Kasten nicht auf. Ach so, die Kasten muss immer nach hinten sein oder nach vorne, ich glaube. Der muss. Nein, das Problem war gewesen, beim letzten Mal, er hat hier was bewegt im Kofferraum. Deswegen ging er jetzt nicht gerade auf. Ja. Weil sonst ist er immer aufgegangen bis zu dem Punkt, wo er die Klappe öffnen musste. Ach so, okay. Jetzt, nachdem wir das Ding hier getauscht haben, das ist der Antrieb für den Verdeckdeckel. Mach mal wieder zu. Ja. Halt mal kurz an. Weil hier ist der Mechanismus, beziehungsweise hier sind die Schlösser und die zieht er über diesen Seilzug. Der Antrieb, der hat ja hier so 2 Seilzüge und über diese Seilzüge, auf jeden Fall entriegelt er den Deckel, sodass der Deckel halt aufgehen kann. Ne? Genau, machen wir weiter zu. Perfekt. Einwandfrei. Ich muss dazu sagen, vorher hatte er keinen Fehler drin gehabt. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Tipp bekommen gehabt, ne? Weil ich bin jetzt auch kein Verdeckprofi. Ich habe da hier oder da mal so ein Ass im Ärmel, kenne ein, 2 Kollegen, die sich halt mit sowas auskennen. Und der hat mir den Tipp gegeben. Also ich würde mich nochmal an Ulasch bedanken. Nur komischerweise jetzt, wo der Kunde den mitgenommen hat, hat er genau das Ding im Fehlerspeicher gehabt. Das, was uns quasi Ulasch schon verraten hat, von wegen tauscht dieses Teil. Deswegen war das Teil auch schon da, falls ihr euch fragt. Aber ich würde sagen, perfekt, einmal frei, funktioniert wieder. Danke, Ulasch. Danke, Ulasch. Ganz ehrlich, ich dachte, das ist irgendwas, so ein Taster sein, sag ich mal, ne? der nicht richtig erkennt, dass der Deckel offen oder zu ist. Kann aber auch die Hydraulikpumpe sein, die keine Ahnung wie viel 1000 Euro kostet. Kann, weiß der Geier was sein, ne? Steuergerät hier und da. So ein Cabrio besteht ja aus mehreren Komponenten halt. Zum Glück hat der Ulasch den richtigen Griecher gehabt, gesagt, bestell das Teil, tausch das Teil, danach wird es wieder funktionieren. Jetzt funktioniert es wieder. Ich würde sagen, zum krönenden Abschluss gibt es noch so einen schönen E46 Carporn. Das war im Jahr Cabrio. Ich dachte, wir fahren in die Dominikanische Republik.